Und zwar stehen zwei Spieler kurz davor, einen Brawler auf 2000 Pokale zu pushen. Im März verlose ich jeden Tag unter allen Leuten, die sich etwas mit meinem Creator Clash Games im Shop kaufen, eine 25 Euro iTunes oder Google Play Karte plus eine handsignierte Autogrammkarte von mir. Macht einfach ein Video vom Shop, wo ihr euch etwas mit Juwelen und meinem Creator Code kauft und markiert mich dann auf Instagram. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und heute habe ich mal wieder drei richtig krasse Gäste eingeladen. Und mit dabei ist der Landi. Ni hao, meine lieben Freunde. Oh Mann, und auch noch der Max. Was geht ab? Jo, hi. Hi. Kleine Info einmal, Highfirst und ich, wir haben zusammen das Loopball-Turnier gespielt und wir sind einfach mal Erster geworden, komplett crazy. Wir haben einfach mal 700 Euro in dem Turnier gewonnen, richtig geile Sache. Und deswegen habe ich ihn diesmal als Special Gast auch mit eingeladen, obwohl er keinen YouTube macht. Der ist ja oftmals irgendwie bei mir zu Gast oder auch mal bei Puki. Aber auf jeden Fall ein Ehrenmann, Leute. Und dann auch noch den Jeton, der aber gerade nicht sprechen kann. Jeton, meld dich mal eben kurz hier im Chat in Brawl Stars. Hi. Ja, Mann. Und der Jeton ist auch mit dabei. Also seht auf jeden Fall, wir haben hier wieder krasse Leute mit dabei. Aber bevor wir jetzt in die Battles reingehen, Leute, ihr habt es am Titel und auf dem Thumbnail schon gesehen, es ist etwas ultra krasses passiert, beziehungsweise etwas ultra krasses passiert gerade. Und zwar stehen zwei Spieler kurz davor, einen Brawler auf 2000 Pokale zu pushen. Das ist wirklich komplett crazy. Bisher gab es ja bereits einen Spieler, der 8-Bit bis kurz vor 2000 Pokale gepusht hat. Ich glaube, da war so bei 1997 oder was? Ja, so was. Ja, 1007. Ja. Also auf jeden Fall ziemlich, ziemlich knapp davor. Und Landi, du meintest gerade eben zu mir, bei ihm war es wohl so, dass er das Ganze durch organisiertes Solo-Showdown-Spielen gemacht hat. Das heißt, wie läuft das Ganze dann ab? Aber halt mit den Leuten im Discord und die haben ihm halt den Win geschenkt, ne? Ja, ja. Geht das eigentlich inzwischen immer noch? Glaubst du die? Nee, jetzt hat man eine Sperre. Ja, krass, okay. Also aktuell, ihr seht das jetzt hier gerade nicht, aber ihr seht es hier mit Max, der Rizitai aus dem Clan B-Boy und der hat 7.1 OZ, das hat der andere auch in seinem Clan-Namen drin. Der ist hier mit Max einfach mal bei 1991 Pokalen, das heißt, er ist kurz davor, hier die 2000 Pokale zu erreichen. Also das war wirklich echt crazy. Der zweite Spieler, er hat tatsächlich hier Penny kurz vor 2K, auch in diesem B-Boy und auch, nee, ist der falsche, und auch 7.1 OZ, keine Ahnung, ist ja, glaube ich, irgendwie Clan dann oder so, oder irgendwie E-Sports-Team, ne, dieses 7.1, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, und er hat einfach mal Penny genau auf dem gleichen Niveau, also wirklich komplett crazy, diese zwei Spieler. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann die 2000 Pokale schaffen. Und ja, Jungs, wann habt ihr eure ersten Brawler auf 2K? Schauen wir mal. Glaubt ihr, einer von euch dreien kann das schaffen, wenn ihr da wirklich euch reinhaut? Also 2K ist auf jeden Fall heftig. Mhm. Ich schätze so 1500 ist schon meine Grenze. Selbst das ist schon echt heftig. Was war dein Rekord aktuell? Mein Rekord war mit einem Brawler 1275, wenn ich mich nicht täusche, mit der Nita. Ah ja, okay, Ehre. Und Max, bei dir, du hast ja eh noch keinen auf 35 gepusht, ne? Nee, irgendwo dazwischen. Ich weiß es aber nicht. Und Jeton, wie ist bei dir? 1311 mit Tara. Okay, krass. Jeton, glaubst du, du schaffst es irgendwie jetzt demnächst mal oder ist es dein Ziel, irgendwie mal einen auf 1,5 zu pushen oder sowas? Das Problem ist, bei 1,5 ist das Matchmaking dann auch schafft länger. Schafft er safe, bestimmt. Okay, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also Jeton, ich trau's dir auf jeden Fall zu. Du hast ja hier schon echt
wurde ja schon gesagt, die meisten Brawler auf Rang 35. Deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die erste Runde rein. Und ich würde sagen, Max, du darfst dir gerne die erste Map aussuchen. Was möchtest du spielen? Auge des Sturms. Auge des Sturms. Leute, übrigens an der Stelle, lasst natürlich gerne auch mal einen Daumen nach oben da und schaut auch mal bei Jeton und auch bei Landi vorbei. Beide in der Videobeschreibung verlinkt. Landi hat auch gerade die 100.000 Abonnenten geknackt. Richtig geile Sache. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an der Stelle. Yeah. Und ja, ich würde sagen, erste Runde Auge des Sturms. Ja, let's go. Ich bin bereit. Puh. Ich bin gespannt. Erste Runde, Leute, es gibt übrigens nochmal kurze Infos. Es gibt für den ersten Platz 4 Punkte, für den zweiten Platz 3 Punkte, für den dritten Platz 2 Punkte und der letzte Platz kriegt einen Punkt. Und der, der am Ende hier am meisten Punkte hat, der hat das Ganze gewonnen. Und ja, wir machen insgesamt 4 Runden. Let's go. Okay. So, oh, was geht? Was geht, Landi? Oh, oh moin. Hi, okay, ich kann's ja schon, kann ja schon mal spoilern. Landi spielt Jackie gerade. So, dann schauen wir mal. Jeton schwitzt richtig mit 8-Bit. Also, wir spielen kein Jackie, oder? So, ach du Junge, wo hast denn du jetzt auf einmal schon 8 Cubes her? Was ist denn jetzt los? Ich bin alles nervig, ich kann alles. Ja, unglaublich, ey, wo hast denn du die schon wieder hergezaubert? Landi! Landi! Ich glaube nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Doch, ich push dich dann einfach weg. Wenn du zu nah an mich reinkommst. Ajo! Du hast schon 10 Cubes, ist dein Ernst? Ju, was soll ich denn jetzt machen, ey? Und wo seid endlich ihr hier? Komm. Jeton und High First. Die anderen, okay. Hi, Jeton. Hi. Hol mich mal. Safe nicht. Jeton. Oh! Da hat gerade jemand den Pull, oh lol! Ja. Oh nein, es laggt bei mir! Oh, jetzt laggt's nicht mehr. Hallo! Geh weg! Hey! Ey, das ist Cheaten! Ja, genau. Geh mal YOLO. Geh weg! Was ist das? Junge, das ist so OP, Alter. Komm da noch mal her! Nein, keine Lust mehr. Komm her, Junge! Geh weg! Nein! Oh, komm! Clash Games gewinnt das einfach. Komm schon! Ja! Junge, du schießt mich einfach dreimal weg. Ich hätte mal lieber ohne Gadgets gespielt. Let's go! Okay, ich habe mir mal die 4 Punkte hier gesichert, Freunde. Auf geht's in die nächste Runde. Diesmal, Jeton, schlag gerne eine Map vor. Okay, alles oder nichts. Oh ja. Walla muss riskieren, auf geht's. Okay. Oh, lol. Okay, Landi spielt tatsächlich einfach mal die Mutti. Moin, Servus, moin. Jungs, was geht? Ich glaube, Jeton steht mit seinem Frank in der Mitte. Ja, man weiß nicht. Okay, Jeton hat gerade noch einen Bot getötet. Junge, Clash ist da in der Mitte mit 1 Milliarde Cubes. Oh mein Gott. Ey, mach mal auf, Bruder. Hallo, Organized Teaming. Yo, Jeton, öffne mal die Mitte für mich, Bruder. Als ob ihr teamt. Junge, was geht denn jetzt ab? Clash, öffne mal für mich. Ui! Ey, er backsteppt mich, mein 31er. Ja, ihr teamt. Jeton 31er. Okay. Ui. Ciao, Jeton, sorry. Okay, Max. Ja, gut, jetzt spielst du halt das gleiche, was ich gerade eben gespielt habe. Gegen Jackie. Also, Ems muss ich sagen. Jetzt weiß ich auch, nein, ist lag bei mir. Ja. Nein. Überhaupt, OP, nein. Oh mein Gott, Junge, Ems ist so strong, OP. Alter. Okay, Landi, dann darfst du dir jetzt gerne deine Map aussuchen. Was möchtest du gerne? Wir nehmen. Warte. Wir nehmen die hier. Okay. Lol, hä? Warum hast du Duo vorgeschlagen? Ja, moin.
Okay. Jo, er will Wirbelhöhle spielen. Was ist denn jetzt los? Werden wir hier 4 Bows sehen? Oder vielleicht auch 4 Jackies? Oder 4 mal Ms? Wer weiß. Oh, okay. Stimmt. Tara ist auch krass. Ja, Tara hat ja auch dieses Gadget, wo man alles sieht. Ja. Hallo. Hi. Ist ein bisschen Ruhe. Nee. Ich hab nichts getan. Max, Bruder, nein! Oh mein Gott! Tut mir leid. Ach, Manu, okay. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Lani hat auf jeden Fall... Okay. Oh, Lani gegen Jeton, jetzt geht's los hier. Die Runde geht dann an Landi. So, dann würde ich sagen, ich suche mir nochmal die letzte Map aus. Und zwar das Finale. Ich frage jetzt einfach mal Siri. Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 14. Das ist 11. 11, okay, passt. Okay, ich bin bereit. Let's go. Finale Runde, Freunde. Ich weiß gar nicht den aktuellen Punktestand, aber... Ich werde auf jeden Fall reinschwitzen. Let's go. Ja, Jeton, ich wollte nur kurz sagen, wenn du zu mir kommst, ich schubst dich einfach weg. Ja, Jean hat auch sowas, oder nicht? Die schubst ja auch. Ja, stimmt. Komm her, ich schubst dich auch. Ich pull dich und dann schubst ich dich wieder weg. Okay, Junge. Was? Junge, wie schnell war ich in Down? Ja, er hat 1 Milliarde Cubes. Junge, er holt schon wieder seinen Klon, damit er weiß, wo ich bin. Hallo. Das ist unfair. Okay, wieder das gleiche Finale wie gerade eben. Jeton gegen Landi. Ich weiß gerade nicht, ob Landi seinen Pull hat. Oh, ja, okay. Und... Oh, Leute. Oh, ich hab mich verklickt, ich wollte ihn gar nicht pullen. Ja. Ups. Ich glaube, du hättest ihn auch schon gehabt, hättest du mehr Schaden. Ja, deswegen. Oh. Ich bin gewundert, warum du gepullt hast. Nein, ich... Oh! Na, ich hätte gewonnen, wenn ich nicht gefailt hätte. Oh, ich hätte gewonnen. GG. Boah, erst backsteppt er mich und dann tötet er mich im Finale. Jeton Ehrenmann, alter Ehrenmann. Ist jetzt jeder von uns einmal Erster geworden, ja, ne? Ja, wir können ja mal die Punkte zusammenrechnen. Ihr könnt ja mal alle eure Punkte zusammenrechnen. Also Leute, aktuell ist unentschieden zwischen Landi und Jeton. Das heißt, es gibt nochmal ein finales Battle, wo die beiden in eine Solo-Showdown-Runde reingehen. Ich werde dann gleich einfach reingehen und zugucken, beziehungsweise nicht reingehen und zugucken, sondern einfach zuschauen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde sagen, Max, du darfst jetzt mal die Map aussuchen, die zum Finale spielen müssen. Okay, es geht los, Freunde. Aber nicht spoilern dann gleich am Ende. Okay, Landi spielt diesen Brawler. Mal sehen, was Jeton spielt. Oh, okay. Ja. Oh, die Mitte ist jetzt natürlich ganz, ganz lecker, muss ich sagen. Oh. Das ist aber trotzdem für beide ein guter Start. Ja, ich schau mal, wir springen nochmal kurz zu Landi. Ja. What the fuck? Macht der Damage? Oh mein Gott. Was? Wow. Oh mein Gott. Ah, ich hatte Lex. Wiederholung. Du bist noch raus aus der Sache. Erst backstabt er mich, dann tötet er mich und dann tötet mich. Ich hätte Leute. Platz 1 gewonnen. Ich hätte nur einmal schießen müssen, dann hätte ich gewonnen die letzte Runde. Leute, schreibt einfach mal Hashtag SadLandi in die Kommentare. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, was jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Brawl Stars Video. Euer Clash Games und ciao.